Hallo, hier sind die Feli und der Fabi von Happy Hippocampus und wir wollen dir heute noch ein paar Tipps und Tricks und Hacks für dein Gedächtnis geben, wie du das effektiv nutzen kannst. Und am Ende haben wir noch ein kleines Geschenk für dich, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Ja, mein erster Tipp ist, lern gehirngerecht. Ja, was bedeutet das jetzt eigentlich und was ist überhaupt gehirngerecht? Wenn du mal überlegst und mal beobachtest, wie du denkst, dann wirst du es schnell merken, ah ja, ich denke ja eigentlich gar nicht in Zahlen und Fakten oder Sätzen, sondern du wirst feststellen, ich denke bestimmt in 80-90% in Form von Bildern und Orten. Wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wann war dein letzter Urlaub? Dann kommt bestimmt gleich ein Bild vom Strand oder vom Hotel. Oder wenn du mal nachdenkst, ja, wo war jetzt die letzte Formulatur oder das Pflegepraktikum? Dann hast du bestimmt gleich das Bild von der Station, auf der du warst, im Kopf. Oder genau, vom Stationszimmer, vom Krankenhaus. Und du wirst nicht die Worte im Kopf haben, Mallorca, wenn du an deinen Urlaub denkst. Und wahrscheinlich auch nicht den Namen vom Krankenhaus. Denn unser Gehirn ist einfach von Natur aus darauf ausgelegt, in Bildern und Orten zu denken. Und das ist auch evolutionsbedingt ganz logisch so angelegt. Denn in der Steinzeit oder wann auch immer, in früheren Zeiten war es ja so, dass die Männer dann auf Jagd gegangen sind und die mussten ja genau wissen, wo müssen wir lang gehen, wo im Raum. Das leckere Steak. Genau, wo gibt es das Mammut, wo sind die Säbelzahntiger, wo müssen wir aufpassen. Und dann, wenn sie das Mammut erlegt hatten, mussten sie auch wieder wissen, wie sie zurück zur Höhle kommen, wo die Frauen mit den Kindern dann waren, denn sonst wären sie ja verloren gewesen. Und deshalb ist unser Gehirn von Natur aus schon auf das Räumliche ausgelegt. Es war früher quasi überlebenswichtig, damit wir uns räumlich Dinge merken konnten, weil sonst wären wir einfach, ja, hätten wir nicht überlebt. Und wenn du jetzt mal an Situationen denkst, wo du das erste Mal neu dich orientieren durftest und neu in irgendeinem Raum warst, bei uns jetzt zum Beispiel im PJ, da ist es ja immer wieder so, dass wir wieder einen ersten Tag in einem neuen Krankenhaus haben und ja, am ersten Tag ist es vielleicht überfordernd und ich denke mir, boah, wieder 1000 Gänge und wie soll ich da jemals mich auskennen lernen, aber dann ist es so, nach 1-2 Tagen kenne ich mich dann doch irgendwie aus und ich finde es wahnsinnig schnell, weil unser Gehirn einfach darauf ausgelegt ist und du kennst es vielleicht auch aus der Formulatur. Am ersten Tag ist es vielleicht ein bisschen viel, die neuen Eindrücke, die neuen Räume, aber am nächsten Tag findest du die Station dann trotzdem wieder, wo du deine Formulatur machst oder dein Pflegepraktikum oder du findest trotzdem wieder in die OP-Umkleide. Und das zeigt einfach, unser Gehirn ist auf dieses Räumliche ausgelegt. Und ja, wie kannst du das jetzt beim Lernen nutzen? Vielleicht hast du schon in anderen Videos von uns gesehen. Wir können dir wirklich empfehlen, mit Gedächtnispalästen zu lernen oder auch Loki-Methode genannt. Oder eben Gedächtnisrouten, dass du eben altbekannte Wege schon hernimmst, wo du kennst vielleicht der Weg zur Uni, zum Hörsaal und so weiter. Und ja, dieses Wissen, was du da schon hast, eben mit was Neuem verknüpfst. Genau, also alle Räume, die du kennst, wo du schon mal warst, die kannst du nehmen, denn die hast du ja im Kopf. Also ja, wenn du jetzt dran denkst, wie dein Zimmer aussieht, dann braucht es nicht mal einen Fingerschnips und du hast dieses Bild im Kopf, wie dein Zimmer aussieht oder deine Wohnung. Und dieses Wissen, diese Bilder und Orte, die kannst du dann nehmen und darauf neues Wissen ablegen. Und dieses neue Wissen, da haben wir auch schon ganz viele Videos drüber gemacht, diese Fakten, die kannst du umwandeln in Bilder und dann auf dieser Gedächtnisroute, in diesen Gedächtnispalast ablegen. Ja, und jetzt ist es ja oft so, vielleicht wenn du kurz vor den Prüfungen bist, dann denkst du dir, boah, ja, das hört sich ja richtig cool an, das will ich machen, aber ich habe doch jetzt gar nicht die Zeit, mir da jetzt groß was auszudenken. Und genau da helfen wir dir. Wir haben einige Lernpakete erstellt, wo wir dir helfen wollen, wo wir dir das Ganze eben abnehmen und dir die Gedächtnispaläste schon auf dem Silbertablett sozusagen servieren. Und wo wir dir zeigen, nicht wo das Mammut zu finden ist, sondern wo vielleicht das Wissen für die Beta-Oxidation zu finden ist. Genau. Und dann kannst du in der Prüfung in weniger als einem Fingerschnips wieder an diesen Gedächtnispalast hingehen und hast sofort das Wissen zum Plexus brachialis oder zur Beta-Oxidation oder ja, ganz vielen anderen Themen. Wir haben schon viele Biochemie-Themen reingepackt, Anatomie-Themen, es werden viele weitere Themen kommen. Du bekommst da Merkvideos in den Paketen, du bekommst Audios, wo du wirklich auch überall lernen kannst. Also damit werden auch wirklich deine
zwei wichtigsten Sinne beim Lernen angesprochen, das Sehen und das Hören. Dann bekommst du noch Übersichten zum Ausdrucken, wo du dann wirklich ganz kurz vor der Prüfung nochmal die Gedächtnispaläste dir veranschaulichen kannst und nochmal ins Gedächtnis rufen kannst. Und ja, da ist wirklich viel dabei, viel Bonusmaterial auch mit Tipps vom Gedächtnisweltmeister, wie du Arterien zum Beispiel besser lernen kannst, Muskeln und wie du wirklich diese Techniken, die auch die Gedächtnisweltmeister anwenden, für dich im Studium nutzen kannst. Genau, und als kleines Geschenk, wie angekündigt, haben wir noch eine kleine Aktion gestartet, auch darauf hin, dass wir mittlerweile 100.000 Aufrufe mit unserem Kanal haben. Vielen Dank für euch und für die Unterstützung. Und da haben wir uns gedacht, ja, was können wir euch irgendwie zurückgeben? Und da haben wir eben gesagt, wir starten die Aktion, dass jeder, der ein Paket erwirbt, von den nächsten 10 Tagen. Genau, das ist das Wichtige noch oder die einzigste Einschränkung. Und wenn du dann eben ein Paket von uns erworben hast, dann darfst du bei einem Webinar von uns kostenlos teilnehmen. Und ja, das ist eigentlich im Prinzip wie ein Coaching. Du wirst uns sicher auf Herz und Nieren löchern dürfen, fragen können, deine Probleme uns schildern können. Also es soll auch sehr interaktiv gestaltet sein. Wir werden auch sicherlich verschiedene Techniken nochmal vorstellen. Und wenn ihr auch dazu dann Fragen habt oder Fragen zu unseren Videos oder allgemein zum Lernen, was auch immer, ja, und ihr bekommt auch das erste Mal die Chance, eigentlich mit uns so direkt in Kontakt zu treten, wenn ihr vielleicht nicht irgendein Einzelcoaching von uns mal gebucht hattet. Ihr könnt uns dann wirklich auf Herz und Nieren löchern, ob es zu den Lerntechniken ist, zum Lernen allgemein, zum Studium. Und wir wollen das wirklich ganz offen gestalten. Wir werden sicherlich was über die Lerntechniken prinzipiell erzählen, aber es soll auch wirklich ein Austausch stattfinden. Ihr könnt uns eure Probleme schildern, ihr könnt, wie gesagt, uns fragen, egal was ihr wissen wollt zum Studium, zum Lernen, und wir werden euch versuchen, bestmöglichst Antworten dazu zu geben. Ja, also es ist im Prinzip wie ein Live-Seminar, und da du aber vielleicht am ganz anderen Ende von Deutschland oder vielleicht sogar von der Welt wohnst, haben wir gedacht, wir machen das Ganze einfach online. Das Ganze wird ein Online-Seminar sein, es wird wirklich live sein. Du wirst danach auch nochmal über einen Zeitraum die Aufzeichnung bekommen, falls du zu diesem Termin nicht kannst. Wir wollen das Ganze in den Ferien machen, weil dann kannst du gleich schon mit den besten Tipps und Tricks in das neue Semester starten. Genau, und es soll auch so gestaltet sein, dass ihr wirklich ja was mitnehmen könnt, was jetzt nicht nur für die nächste Klausur ist oder für ein Thema, sondern möglichst auch dann soweit die Techniken irgendwie ja kennenlernen, dass ihr auch die selbst anwenden könnt und euch vielleicht selbst am Ende dann Gedächtnispaläste bauen und basteln könnt. Also jetzt am besten gleich, ihr geht auf die Homepage, die unten eingeblendet ist, und ja, holt euch eines der Lernpakete und dann seid ihr auf jeden Fall dabei, und wir werden uns in Kürze dann bei dem Webinar sehen. Genau, und das ganze Angebot gilt nur die nächsten 10 Tage, also schlagt schnell zu. Und falls du jetzt demnächst Prüfungen hast, ist es ja sowieso die Chance, nochmal Gedächtnispaläste kurz vor knapp zu bekommen und da nochmal massig Punkte abzusahnen, denn in den Lernpaketen fokussieren wir uns wirklich auf das, was am meisten gefragt wird in den Prüfungen, sei es im Physikum oder auch in den Prüfungen direkt im Semester. Und es sind eben die wichtigsten Themen dort zu finden und eben dort auch, wo wir versucht haben, möglichst kompakt das Wissen zu vermitteln, weil wir es alle kennen. Das Studium ist so vollgepackt mit zig Klausuren und Lerninhalten, ja, dass man einfach keine Zeit vertrödeln möchte. Und das ist auch ein Anliegen von uns, dass du möglichst schnell, effektiv und kompakt und komprimiert das Wissen dir aneignest. Wir freuen uns schon sehr, dich dann im Online-Seminar begrüßen zu dürfen und uns mit dir auszutauschen und dich wirklich persönlich kennenzulernen, und wünschen dir jetzt für die kommende Zeit, falls du Prüfungen hast, noch alles Gute. Wirklich, ja, hau rein. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Wir drücken dir die Daumen und ja, viel Motivation. Oft ist es ja so, dass man irgendwann dann die Lust und Motivation verliert, aber ja, du schaffst es auf jeden Fall. Wir wünschen dir viel Durchhaltevermögen und denk immer dran, unser Gehirn mag Bilder und Räume. Und in diesem Sinne erfolgreiches Lernen, das hoffentlich auch ein bisschen Spaß macht, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao. Also jetzt am besten.